Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Gothic 2 Classic Version. Es war ja eine längere Pause jetzt. Vor einer Woche kam das letzte Video. Lag jetzt einfach daran, kann ich mal kurz erzählen. Ich hatte Zwischenprüfung und da musste ich natürlich für lernen und danach wirklich mal 2 Tage einfach nur gechillt, nichts gemacht. Aber heute geht's weiter. Jetzt sind wir, haben wir gerade das Ende von der letzten Folge nochmal angeschaut. Wir haben nur noch diesen Raum hier, wo wir mit den Leuten reden müssen. Und dann geht's auch schon ab in der Kolonie, um, ja, ich denke mal, Quests zu erledigen. Aber jetzt reden wir erstmal mit den Leuten. Und der Timer ist gestellt, Leute. Hier, tadam, nicht vergessen. So, wir reden mal mit Parzival. Wie ist die Lage? Das Lager ist von den Orks umzingelt. Die haben sich hier festgebissen. Aber weitaus bedenklicher sind die Angriffe der Drachen, die mittlerweile den kompletten Außenring zerstört haben. Oh, da kommen Drachen? Hab ich ja gar nicht gewusst. Ein Drachenangriff wird uns schwere Verluste zufügen. Naja. Wie viele Drachen sind es? Wir wissen nicht, wie viele insgesamt, aber es sind mehr als einer. Oh, wow. Aber das ist noch nicht alles. Das ganze Minental ist voller bösartiger Kreaturen, die die Drachen unterstützen. Machen wir uns nichts vor. Ohne Verstärkung von außerhalb stehen unsere Chancen schlecht, hier lebendig wieder rauszukommen. Ja, hallo, ich kann noch was mit dir reden. Enos wird uns beistehen. Sein Licht erhält unsere Herzen. Shalom, Amen. Bei welcher Schürfergruppe ist Diego? Dieser Sträfling Diego? Er ist bei der Gruppe von Paladin Silvestro. Okay. Dann wissen wir das schon mal. Oryk, red mal mit dir. Was ist deine Aufgabe? Ich bin strategischer Offizier. Er hat keine Manieren, der Junge. Und zurzeit dem ehrenwerten Kommandanten Garond unterstellt. Wir sind die letzten Paladine hier in der Burg. Alle anderen sind unterwegs oder gefallen. Es liegt nun an uns, diese Expedition zu einem guten Ende zu bringen. Und das werden wir. Bei Innos. Bei Innos. Das werden wir. Bei Adanos. Nein. Oh ja, ich habe eine Nachricht. Ich habe eine Nachricht für dich. Was gibt's? Dein Bruder ist tot. Er ist bis zum Pass gekommen. Mein wow. Bruder. Innos stellt mich auf eine harte Probe. Oh. Doch er starb als sein Diener. Diese Nachricht ist wie ein Pfeil, der sich in mein Herz bohrt. Ich werde neue Kraft im Gebet suchen. Ja, also, ich habe eine Nachricht für dich. Ey, ich stell mich nicht mal vor. Jo, ey, dein Bruder ist tot. Oh, jo. Nee. Wie ist die Lage? Dein Erscheinen hier ist für uns ein Zeichen der Hoffnung. Wir brauchen dich. No. Sprich mit Garland. Ja, der Erste, der es versteht, die brauchen mich. Ich brauche nicht die, die brauchen mich. So, wen haben wir jetzt hier noch? Ein Ritter und Garland. Woher kommst du? Du gehörst weder zu den Schürftruppen noch zu meinen Leuten. Also. Ja, erstmal sag doch erstmal Hallo. Über den Pass. Du hast es tatsächlich geschafft. Bei Innos. Ich frage mich, warum ein Söldner das alles auf sich nimmt. Was willst du hier? Werde ich jetzt schon gedisst, weil ich wieder Söldner, weil ich Söldner bin? Nicht wieder. Er will, dass ich ihm einen Beweis für die Anwesenheit der Drachen bringe. Und du bist hergekommen, um ihn dir abzuholen und wieder zu verschwinden. Jo, so war der Plan. Vorgestellt. Er will also einen Beweis. Den kann er haben. Aber ich kann dich nicht zu Lord Hagen zurückschicken, ohne ihm Auskunft über das Erz zu erteilen. Hör zu. Lord Hagen muss unbedingt erfahren, wie unsere Situation hier ist und wie viel Erz wir hier bisher gefördert haben. Okay. Was soll ich für dich tun? Ich habe 3 Schürftrupps da draußen. Aber die haben mir nicht einen Erzbrocken geschickt. Blöd. Such die Schürfstellen auf und berichte mir, wie viel Erz sie gelagert haben. Dann werde ich ein Schreiben für dich aufsetzen, mit dem du zu Lord Hagen zurückkehren wirst. Ja. Na schön. Schätze, mir bleibt keine Wahl. Ich habe immer Angst, dass hier das Mikro, da hinten der Stecker rausgeht, Leute. Schaut mal. Der ist so ganz so. Jetzt ist er draußen, habt ihr nicht gehört, aber ich habe gesagt, jetzt ist er draußen. Ich mache mal einen kurzen Cut. Ich schau mal, ob ihr mich überhaupt noch hört. Oh Mann. Ja, für den kleinen Cut gerade. Sorry, das war einfach nur dumm. Wir reden weiter mit Garond. Und ihr hört mich wieder. Ich habe es nochmal überprüft. Aber warum ausgerechnet ich? Weil du einen Weg durch die Orkreihen kennst. Meine Jungs wären da draußen hoffnungslos verloren. Du hast es hingegen schon einmal geschafft, durchzukommen. Das macht dich zum besten Mann für diesen Job. Jo. Wie viel zahlst du mir für den Job? Ich bin es nicht gewohnt, mit Söldnern zu handeln.
Aber gut. Mir bleibt wohl keine andere Wahl. Ich zahle dir 500 Goldstücke, wenn du die Mission für mich erledigst. Wie mit dem Trollfell. Okay. Wo finde ich die Schurfstellen? Hier, nimm diese Karte. Dort sind die zwei Gebiete eingezeichnet, in denen sich die Schurfstellen befinden. Falls du noch weitere Fragen hast, wende dich an Parsival. Er wird dich mit allen Informationen über die Schürfer versorgen. Okay. Ja, genau. Ich will, dass du Gorn freilässt. Ich kann ihn nicht freilassen. Er hat sich vieler Verbrechen schuldig gemacht und die müssen gesühnt werden. Kann ich seine Strafe bezahlen? Das wäre eine Möglichkeit. Boah. Billig wird das allerdings nicht. Ich verlange 1000 Goldstücke für Gorn. Das ist ein Haufen Gold. Gorn hat doch einiges auf dem Kerbholz. Bring mir das Gold, dann lasse ich Gorn frei. Ei, ei, ei. Wie ist die Situation? Du solltest losziehen und die Schürfstellen aufsuchen. Alles klar, wir sollen nochmal mit Parzival reden. Ich speichere nochmal. Ich habe vorhin mal hier auch auf Safe Game gespeichert, falls der erste Spielstamm aus unerklärlichen Gründen abstürzt. Da passt es aber mit der Uhrzeit unten nicht zusammen, oder? Jetzt passt es zusammen. Keine Ahnung, was da jetzt gerade war. Ich mach mal einen ganz kurzen Cut, Leute. Wir sehen uns sofort wieder. So, Leute, jetzt wieder da. Ja, wir haben neue Quests, nämlich Schürfer und Erz. Wir schauen uns mal die Karte an, die wir jetzt gerade bekommen haben. Und wir müssen uns vorher mit Tränken ausstatten. Schade, wir hätten das eigentlich verkaufen müssen. Ah, Garons Minenkarte. Ja, ihr seht schon, unten bei Xadas Altenturm sind zwei Schürfstellen und oben links ist auch eine im Nordwesten. Und die werden wir die nächsten 3, 4, 5 Folgen, mal schauen, wie viele es werden, abklappern. Aber jetzt brauchen wir erstmal Händler. Und wir brauchen erstmal ein Bett und ich werde jetzt erstmal mit Milton reden. Also wie viel ich jetzt erstmal gesagt habe, ist schon verwunderlich, dass wir 1000 Goldstücke brauchen für Gorn. Milton! Oh, da hinten ist er. Da ist er ja. Wir haben, glaube ich, noch Erfahrungspunkte, oder? Oh, nee, haben wir nicht. Aber gleich. Hey, du. Ja, hier. Garon verlangt 1000 Goldstücke für Gorn. Eine hübsche Summe. Ich kann 250 Goldstücke beisteuern. Jo, her damit. Dankeschön. Ich brauche mehr Gold, um Gorn freizukaufen. Gold auftreiben. Mit sowas kennt sich Diego aus. Aber der ist nicht hier. Vielleicht hat Gorn selbst noch irgendwo Gold versteckt. Das sollten wir herausfinden. Aber ich werde wie? Ihm eine Notiz schreiben. Hier, versuch sie in den Kerker zu schmuggeln. Oh. Alles klar. Die Quest kenne ich so gar nicht, oder? Was, Gold für Brutus? Brutus, blablabla. Okay. Ist er in den Knast schmuggeln kann? Okay, dann vielleicht lässt er sich ja bestechen. Ja, schauen wir mal. Vielleicht lässt er sich ja bestechen, der Torwächter. Der nicht schläft, weil ich den Kommentar überlesen habe, dass er nie schlafen muss wegen Innos. Innos selbst gibt ihm die Kraft. Aber ich dachte trotzdem, dass das mit dem Schlafzauber klappen muss. Ich werde es auch nochmal probieren. Hey, Geralt. Ich habe hier eine Notiz für einen Gefangenen. Kannst du sie weitergeben? Hm. Prinzipiell spricht nichts dagegen. Für wen ist denn diese Notiz? Für Gorm. Ein sehr wichtiger Gefangener. Ich glaube, Garond wäre nicht damit einverstanden. Aber wenn dir das wichtig ist, werden wir uns bestimmt einigen. Was willst du? Unsere Nahrungsrationen werden ständig gekürzt. Oh ja. Ich will mal wieder was Anständiges essen. Ich weiß gar nicht. Besorg mir eine leckere Wurst und einen frischen Laib Brot und süßen Honig. Dazu eine Flasche Wein. Ja, das sollte reichen. Das wirst du ja wohl hinkriegen. Also komm wieder, wenn du das Zeug hast. Alles klar. Haben wir das alles? Brot und Wurst, glaube ich, ist jetzt nicht das Problem. Brot haben wir. Haben wir Honig? Honig haben wir. Wein? Oh, wir brauchen die Wurst. Leute, wir brauchen die Wurst. Ja, das machen wir jetzt. Wir brauchen die Wurst. Waffenknecht, Waffenknecht, wir brauchen nur eine Wurst. Lecker Wurst. Ich bin auch eher der Wursttyp. Noch mehr Ärger kann ich. Also. Lieber als Käse. Oh, das kann man jetzt auch sehr falsch verstehen. So, du bist also der Typ, der es über den Pass geschafft hat. Oh, habe ich mit dir noch gar nicht geredet? Ja. Schön, ich bin Engor, der Verwalter dieser Expedition. Glaub mal ja nicht, dass du von mir irgendwas umsonst kriegst. Aber wenn du Gold nicht in der Tasche hast, bin ich für einen kleinen Handel immer zu haben. Ja, ich brauche Brot. Zeig mir deine... Brot.
Ja, er hat Brot, Leute. Er hat Brot, aber wir können Sachen verkaufen. Nämlich einmal den Kurzbogen. Oh, die Folteraxt könnte man auch verkaufen. Das grobe Bastardschwert. Ja, wir können ein bisschen Gold zusammenbekommen. Denn wir brauchen hier eigentlich Tränke. Die reichen eigentlich erstmal. Ja, da kaufe ich jetzt auch mal so viele wie geht. Und wir haben jetzt das Brot. Okay. Seine Karte zu stehlen. Ich habe gehört, du teilst die Rationen ein. Das ist richtig. Wieso? Soll ich dich jetzt auch noch durchfüttern? Nee, wenn du irgendwas haben willst, dann zahlst du dafür. Genau wie alle anderen auch. Ja. Vielleicht kann ich dir bei deiner Arbeit helfen. Ja, warum nicht? Jo. Hilfe könnte ich wohl gebrauchen. Also, was ist zu tun? Unsere Nahrungsvorräte sind knapp. Vor allem unsere Fleischvorräte gehen zur Neige. Wenn du also Fleisch besorgen kannst, roh oder gebraten, Schinken oder Würste, dann wäre uns geholfen. Jawohl. Wie sieht's aus? Hilfst du uns? Ja, natürlich. Kein Problem. Ich besorg euch Fleisch. Mit 2 Dutzend Fleisch könnte ich schon einige hungrige Mäuler stopfen. Komm wieder, wenn du das Fleisch hast. Ich muss nun weiterarbeiten. 2 Dutzend, also 24, habe ich das? Ja, 37. Ich speichere jetzt nur mal nicht, dass der irgendwie die Wurst oder was hergibt. Hier. Ich habe hier was für dich. Gut, du hast genug Fleisch gebracht. Das wird für eine Weile reichen. Glaub aber ja nicht, dass du von mir jetzt irgendwas umsonst kriegst. Ich wollte nur die EP abstauben. So, was hat er denn noch? Achso, ich wollte ja mal nach meiner Waffe schauen. Ich habe nämlich gerade gar nichts angelegt. Genau, das grobe Bastardschwert lege ich mal an. Und das andere können wir verkaufen. Zeig mal. Obwohl es sinnvoller wäre, das zu verkaufen, wenn wir wiederkommen. Ich verkaufe jetzt erstmal unnötige Sachen. Ja, den Eschenbogen. So viel Geschick haben wir eh noch nicht. Das dauert eh noch. Und hier unten, die Felle will ich nicht verkaufen. Ja, wir haben hier noch ein paar Münzen. Dann können wir uns hier aber noch ein paar Tränke kaufen. So, komm, gib ihm. Von den Großen kaufen wir halt auch nochmal 3. Dann sind wir mal gut gerüstet, wenn es jetzt hier ins Minental geht. So, dann schlafe ich jetzt mal. Schlafe ich jetzt schon? Ja, ich schlafe jetzt schon mal. Bis zum nächsten Morgen. Ich glaube, wir können sogar heute noch auf die Reise gehen. Entschuldigung. Halt, nee, darüber. Ich glaube, wir können heute sogar schon auf die Reise gehen. und rausgehen. Denn wir haben jetzt noch, laut Timer, 7 Minuten. Ich kann ein bisschen überziehen, nur dass wir ein bisschen noch was erleben. Also wir erleben hier jetzt auch was, weil wir ihm das Zeug geben. Ich habe ja was für dich. Das Essen, das du haben wolltest. Komm wieder, wenn du das Zeug da... Hä? Hab ich doch. Warte mal. Ich habe einen Wein. Ich habe einen Honig. Ich habe ein Brot. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Wurst, Brot, Wein und Honig. Ich habe doch eine Wurst, oder? Nein, ich habe ein Brot gekauft, Leute. Leute, ich habe ein Brot gekauft. Ich wollte doch eine Wurst kaufen. Ah, müssen wir jetzt nochmal hin und uns Wurst kaufen. Engor! Bist du schon da? Nee. Bist du das? Engor? Jo. Warte mal. Zeig mir deine Ware. Zeig mal. Hast du eine Wurst? Ja, eine leckere. Ich habe kein Gold für die Wurst. Willst mich doch verarschen, oder? Pfeile verkaufen ist jetzt eigentlich dumm, aber... Ja, komm, hier Wurst. Ende. Mann, sorry Leute, der Laufweg war jetzt echt unnötig. Aber ja, jetzt haben wir alles zusammen, was der da vorne von uns will. Und dann hoffen wir mal, dass Gorn auch Gold versteckt hat, denn wir haben Miltons Gold schon ausgegeben. So, Geralt, hier. Ich habe ja was für dich, das Essen. Ja. Gib her das Zeug. Hast du die Nachricht? Jo. Ja, hier, denk daran, sie ist für Gorn. Komm morgen wieder, dann hat er die Nachricht bekommen. Mich fragt eigentlich keiner. Hat Gorn? Nein. No. Oh, morgen. Soll ich jetzt nochmal schlafen? Ja, schon, falls er uns irgendwie auf der Karte was markiert. Dann schlafen wir nochmal bis zum nächsten Morgen. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen blöd mit dem Hin- und Hergerennen, mit dem Schlafen. Aber ja. Muss halt sein. Denn falls wir irgendwas bekommen, dass wir das dann auch auf dem Weg machen können. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So, nicht, dass wir wieder zu oft schlafen. Wir haben es ja in der Diebesgilde gemerkt, dass das ein Fehler war.
Da müssen wir auch nochmal runter, weil die, da haben wir noch eine Rechnung mit offen. Und wir hüpfen über die Kiste. Hüpf, hüpf. So, jetzt ich weiß gar nicht, hat er seine Nachricht bekommen. Gerold, hallo. Hat Gorm die Nachricht bekommen? Ja, ich soll dir was von ihm ausrichten. Und? Es liegt am Südtor. Hat er noch was gesagt? Nein, keine Ahnung, was das bedeuten soll. Weißt du, was es bedeutet? Vielleicht. Nee. Aber du solltest nicht weiter darüber nachdenken. Ist wahrscheinlich besser. Meine Meinung will ja keiner hören. Südtor. Okay. Daran was ändert. Das hier war ja da vorne das Nordtor damals. Das ist ja das Südtor hier unten. So, wir bräuchten halt auch Geschwindigkeitsdränge. Bei wem haben wir denn Lehre in der Burg? In der Burg? Nee, Händler in der Burg. Spruchrollen, Waffen, Vorräte. Ich habe halt keinen Plan. Haben wir einen Geschwindigkeitsdrang zufällig? Nee, natürlich nicht. Am Südtor. Am Südtor. Südtor ist ja das hier. Also war es früher mal. Da unten. Ja, wir gehen da jetzt einfach mal runter und schauen uns da mal ein bisschen um und hoffen, dass uns die Orks hier nicht sehen. Genau, hier war das Südtor. Hm. Vorne sind halt Orks. Und Warge. Ja genau, hier war die Arena. Wow. Da hinten ist das Südtor. Ey, kommt mal her. Vielleicht geht es ja. Seid ihr jetzt dumm? Ich komm halt hier nicht runter. Mit Pfeilen werde ich euch nicht viel machen können, oder? Oh, das ist ja auch ekelhaft. Nee, das ist zu viel Pfeilverschwendung. Komm, gegen einen würde ich ja ankommen. Wow. Alter, ist das bescheuert. Nein! Sorry. Sorry, Leute. Ja, komm her. Ich muss beim Zurückgehen aufpassen. Ich speichere jetzt mal, ob ich gegen einen ankommen würde. Ja. Bin schon gut. So, ich stehe hier auf der Rampe. Ah, das ist doch bescheuert, ist doch das. Na komm, jetzt trifft er nicht, oder was? Aber anscheinend reicht's hier unten. So, komm her. Den ersten haben wir schon mal fast. Ui. So. Oh Mann, ist das bescheuert. Der Timer ist vorbei, Leute. Die zwei Orks machen wir jetzt aber noch hier. Hey, 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 da bleiben. Komm her, komm her, komm her. Hui. Einen haben wir, Leute. So, komm her.
Oh, und wir haben den zweiten. Wir haben den zweiten Ork, Leute. So. Nichts zu holen. Die schwere Ork-Axt. Ich will die Waffe haben. Hallo. Okay, die hat er einstecken. Wir speichern jetzt mal. Wir haben zwei Orks erledigt und ich schaue jetzt mal zum Südtor. Schauen wir erstmal hier. Was haben wir denn hier? Gorns Lederbeutel, da ist er doch. So, wir speichern nochmal. Wie viel hat er denn drinnen? Gorns Lederbeutel. Ah, da oben. Oh, 250 Gold. Okay, das ist sehr nice. Ja, Leute, ich würde sagen... Nur schauen, nicht, dass hier Orks sind. Ja. Ja, 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 ja. Weg, weg, weg. Zur Rampe. Junge, geh zur Rampe. Geh zur Rampe. So, wir sind wieder auf der Rampe. Und nächstes Mal, wenn ich jetzt die Karte hochhole, ja, sind wir hier. Und beim nächsten Mal werden wir die Schürferstellen suchen. Ja, und bis dahin wünsche ich euch einen angenehmen Abend. Macht was draus und bis morgen. Servus.